Bevor wir uns näher mit den Superstars der Popkultur beschäftigen, sehen wir uns an, wie die übrigen Symbole, auf die wir primär achten werden, typischerweise in Videos und Live-Auftritten untergebracht werden. Es könnten hunderte von Beispielen für jedes einzelne Symbol angeführt werden, was jedoch äußerst langweilig wäre. Daher betrachten wir nur ein paar Fallbeispiele, um Klarheit über die Arbeitsweise der Okkultisten zu erlangen. Nebenbei bemerkt, falls Sie die esoterische Bedeutung der links abgebildeten Symbole nicht kennen, schauen Sie bitte zunächst die Einleitung zu dieser Dokumentation an. Beachten Sie auch, dass dieses Hexagramm tatsächlich aus zwei Dreiecken besteht. Der Boden in dieser Szene ist violett beleuchtet. Die Farbe Violett ist signifikant, da es eine Mischung aus Blau und Rot ist. Die unteren drei Ränge der Freimaurer werden auch als blaue Ränge bezeichnet. Die höheren als rote. Wir sehen also, wie Miss Louise zunächst auf dem freimaurerischen Schachbrettboden liegt. In der nächsten Einstellung wird der Boden dann in freimaurerisches Violett getaucht. Des Weiteren ist zu beachten, dass Miss Louise erst ein schwarzes Kleid trägt und dann ein weißes. Die Dualität des Schachbrettbodens wird fortgeführt. Wir werden diesem Kleidungswechsel im Folgenden noch sehr häufig begegnen. Das gespaltene Gesicht ist ein weiteres Symbol, das unter anderem die Zweigeteiltheit der Venus als gutes und schlechtes Omen, Morgen- und Abendstern, darstellt. Die Schlange hat natürlich große Bedeutung im Okkulten. Dazu aber in einem späteren Teil mehr. Das Yin-Yang ist ein Symbol mit mehreren esoterischen Bedeutungen. Es stellt erstens die Dualität von Gut und Böse dar, zweitens das Grundprinzip wie im Himmel, so auf Erden, und drittens erinnert es auch an das astrologische Symbol der Fische, deren Zeitalter wir gerade verlassen. In Leona Lewis' Video wurde der Schachbrettboden durch ein violettes Licht ersetzt. Hier wird die Schwarz-Weiß-Dualität in Rot und Blau verwandelt. Symbolisch ist dies gleichwertig. Beachten Sie, dass die blauen Säcke, die den Männern die Sicht nehmen, den unteren, blauen Graden der Freimaurer entsprechen, und dass die höheren, roten Händler die Kontrolle besitzen. We'll be right back.
Die zwei Faust zeigen den Doppelcharakter dieser Handgeste als lateinische 5 und hebräische 6. Hopped out the Lexus, Eddie, I made the blueprint. Came in the range, hopped out the Lexus. Every year since, I've been on that next shit. Traded in a go range, hopped out the Lexus. Every year since, should be arrested. I used to dream crystal, them fuckers racist. Them fuckers racist, so I switched gold bottles on to the... Superstar, where you from, how's it going? Der 20. April ist der 110. Tag des Jahres. Da 2008 aber ein Schaltjahr war, ist es tatsächlich der 111. Tag. Dies ist ein typisches Beispiel, wie Numerologie, also der Glaube an die Bedeutung bestimmter Zahlen, in die symbolischen Handlungen der Okkultisten einfließt. Die 11, und damit auch die 111, ist von großer esoterischer Bedeutung. Zum Beispiel sind es vom 11. September noch 111 Tage bis zum Jahresende. Cause you look so good. Tell me why you wanna work here. I put you on the front page of a King magazine, but you gon' get yourself hurt here. Hey, baby, I'm here. I put you on the front page of a King magazine, but you gon' get yourself hurt here. Hey, baby, I'm all you ain't gon' get yourself hurt here. Hey, baby, I'm all you in the back just to have a conversation. Really think you need some ventilation. Let's talk about you. Dies soll uns als reine Darstellung der Symbole reichen. Das Geheimnis liegt darin, immer auf die Hände und den Hintergrund zu achten. Das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie man natürlicherweise diese Videos ansehen würde. Aber wenn man einmal gelernt hat, an den spärlich bekleideten Frauen und ihren sexualisierten Bewegungen vorbeizusehen, wird es sehr einfach, all die Symbole des astrologischen Aberglaubens in den Videos und Live-Auftritten der Superstars der Popkultur zu entdecken. Wir werden im Verlauf dieser Serie immer wieder auch auf die Symbole und Handgesten hinweisen, jedoch größtenteils nur beiläufig. Wichtiger wird der ritualistische und programmatische Inhalt der Videos sein. Beginnen wir mit den ritualistischen Merkmalen.